Hey Leute, ich hänge hier ein bisschen ab, aber jetzt komme ich runter. Meine Nerven und so. Gut, es geht weiter mit Spider-Man. Und in der letzten Folge wollte Spider-Man, ja, eigentlich zu sich nach Hause im Apartment, ne? Leider haben sie ihn die Wohnung, das Apartment gestrichen von der Liste, ne? Weil er seine Rechnung nicht bezahlt hat. Deswegen kam er auf die Idee, zu Mary Jane zu, ne? Und dort, da, ne? Ihr wisst schon was. Hier so. Nee. Den Korken in die Flasche versenken. Nee, und dann hat er ja hier von jemandem Unbekannten eine Nachricht bekommen, per Funk oder was weiß ich. Und da sind wir jetzt dabei, dort hinzugehen. Meldungen über Autounfall, Zivilisten gefangen. Der Ort ist South of Houston. Schnurstracks, ohne jegliche Abkürzung. Was? Doch, schon mit Abkürzung, aber ohne jeglichen Umweg, meine ich. Und deswegen, ja. Ich habe dann natürlich offline noch ein paar Rucksäcke eingesammelt. Aber ich habe jetzt keinen Bock, ehrlich gesagt, die zu zeigen. Naja, Pech gehabt. Nee, bei Gelegenheit. Und bei Gelegenheit mal ein paar einsammeln. Halt, zum Beispiel da, das Wortzeichen. Das kann man ja mal schnell so nebenbei fotografieren. Das ist jetzt nicht so der Umweg, oder? Es sei denn... Moment. Wir kommen hier, das geht schon klar. Zack. Alle Einheiten, man erkennt Zeugen sofort, was es ist. Brauchen Einheiten north of Houston. Ja. So, dahin ist schon der Treffpunkt. Wer auch immer sich da verbirgt. Aber ich vermute ja schon, wer es sein könnte. Gut. Dort drüben. Zack. Wir waren ein gutes Team, oder? Wir sollten die Funken wieder sprühen lassen. Black Cat. Genau, Black Cat. Seine bloße kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Was hat sie sich angesehen? Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Das ist die Frage. Ich soll etwas finden. Ich muss ganz genau hinsehen. Okay, ich merke gerade, wie der Controller vibriert. So wie so ein Herzschlag. Ah! Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Yuri soll sie abholen. Felicia ist so klug, sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. Okay. Schließe Black Cats Überwachungen in der ganzen Stadt ab, um Black Cats Rätsel zu lüften. Wieder etwas, was hinzugekommen ist. Yippie, wir haben viel zu tun auf der Karte. Ja, hat man ja ganz unschwer erkannt, was da, ne? Hey Yuri, du hast doch noch Black Cats Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Ist sie wieder da? Kann sein. Sieh noch mal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. Alter, was ist das hier? Ja. Gut versteckt, hey, muss man ja sagen. Du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte, wir wollten heute gemeinsam essen. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. Ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh, Peter, das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflohen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich, nein, nicht so richtig. Bei Tante. Es ist mir etwas peinlich, aber habt ihr Platz im Asyl? Natürlich, du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May. Okay, dann hätten wir das auch wieder geklärt, wo wir heute Nacht mal wieder so pennen werden. Die üblichen Probleme eines Teenagers. Und hier haben wir ein nächstes Wahrzeichen. Ja komm, von denen können wir mal noch ein besseres Bild machen, oder? Ist es nicht hier... Ja, Abraham Lincoln, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Egal, wir haben ein Foto gemacht davon.
Hey, wer spielt hier eigentlich Gitarre? Hallo? Oh, da gibt's etwas zu tun. Entschuldigt mich, Leute, ich habe wieder einen Auftrag zu erledigen. Die Dämonen legen einen Gang zu. Die sind schlimmer als Fisk es je war. Dann hier, nehmt das erstmal wieder. Nein, ihr schlagt mich nicht. Das macht man nicht. Und was haben wir hier für Ziele? Setze Luftschleuer-Move ein. Ja. Egal, nimm das. Luftschleuder-Move. Okay, habe ich 3. Dann würde ich sagen, das schaffe ich auch noch ein 4. Mal. Wenn ich nicht sterbe. Nein! Nein! Bitte nicht! Jetzt mach keinen Mist. So, hier war der 4. Danke. Werden Sie uns bald wieder bei den Spider-Typen. Bei der Spider-Company. Spider-Man. Er weiß, was er mit den Gangstern machen kann. Und deswegen schlägt er sie mit den Eimer auf den Kopf. Dass es hier aus den Wagen klappt. Oh, muss ich noch jemanden retten? Schnell! Ach, Security Guy, Junge. Hätte ich auch mal ehrlich melden können, oder? Los, was? Nein! Nein, was muss ich machen? Verdammt, ich wusste nicht mehr, was... Alles klar, Leute. Oh, Mann. Nur weil ich nicht... Oh, Quicktime. Ich habe Dreieck gedrückt. Ich habe R1 gedrückt. Was muss ich drücken? Sag jetzt nicht X. Die weltbekannte Taste. Ach, was interessiert's mich? Aber ja, ich habe alles... Ja, und ich habe einen neuen Fertigkeitspunkt, weil ich den Officer nicht retten konnte. Na, wenn das nicht was ist. Sollte mich überlegen, das jetzt öfters so zu machen. Dann kriege ich wenigstens eine neue Stufe, neue Fertigkeitspunkte. Und die Sache ist geritzt. Gut, dann wollen wir aber auch mal hoffen, dass es dann hier mal wieder Tag wird. Also ich kenne das aus dem echten Leben, dass nach einer Nacht immer Tag wird. Und das finde ich meistens schöner. Und hier ist Feast. Na, da wollen wir doch nicht hin, oder? Unglaublich, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Ey, dann wird's Zeit. Vielleicht erstmal was trinken? Ne? Okay. Oh, gucken wir mal, wer hier wieder Mitarbeiter des... Der Kaffee ist grauenhaft, aber gratis. Ja, aber gratis. Deswegen trinken wir diese Brühe. Ja gut, wir dürfen ja nicht vergessen, was das hier ist, ne? Die Leute können sie halt nicht das Beste. Erzählst du jetzt dasselbe? Du spielst so spät noch? Ich war Fernfahrer, bevor mir der Mietvertrag gekündigt wurde. Nachts ist es ruhig, da kann man gut denken. Nicht gut genug, so wie du gerade spielst. Mein letzter Mann hat geschnarcht. Ich war immer wach. Na, immerhin seid ihr zu zweit. Besser als nichts. Gerade so. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht. Ja. Ich find's cool, dass sie dann halt nicht dasselbe sagen, ne? Wäre auch blöd, wenn sie, ne, das nicht zur Tageszeit angepasst ist. Okay, haben wir hier neues Obst? Ne, das ist immer noch dasselbe. Hey, man muss auch mal das Obst verwenden in deinen Koch. Und nicht alles selber probieren mit einem Kochlöffel und dann wieder rein damit, ne? Man wäscht den ab danach. Oder nimmt einen Probierteller oder irgend sowas. Auf jeden Fall finde ich, ich finde es jetzt ein bisschen schade für dich, dass du ja nicht das gute Zeug, ja gut, du machst Hauptspeise. Aber was machst du eigentlich für Speise mitten in der Nacht? Na, das sieht ja ebenfalls wie Nachtisch aus, oder? Ich sollte mich keine Gedanken drüber zerbrechen. Gut, Tante May, wo bist du? Tante May. Komm, ich will heier gehen. Hey, ich denke mal, hier liegt jemand, ja? Ich habe so viel Horrorspiele gespielt. Ach, wir sind da hoch. Ach so, ich... Nee. Hey, Kleiner. Lass mich mal alle durch, ja.
Ich bin kein Kleiner, hallo? Was machst du so spät hier? Hallo, ich wohne hier. Ich bin hier der Chef. Oh, ich habe ein paar Probleme mit meiner Wohnung. Du sitzt auf der Straße. Ach, das sieht man dir an. Danke. Da bist du genau richtig hier. Musst dich nicht schämen. Ich weiß, aber ich will doch den Bedürftigen nichts wegnehmen. Aber weißt du was? Ja? Hallo? Wolltest du noch was sagen? Na, denn nicht. Gut, also, dann gehen wir mal hier rein, endlich mal. Hoffentlich ist Mays Couch bequem. Was haben wir denn hier Schönes? Erstmal durchlesen. Ansehen. Soll ich jetzt hier... Vermisse dich. Ach, ich dachte, das ist Tante May. Aber das ist ja der Onkel. Ich hätte mich nämlich jetzt gewundert, warum Tante May... Naja, egal. Noch ein Foto. Ah, das ist doch der Kleine. Und Peter? Und hier ja, haben wir noch ein paar süße Bildchen. Macht jeder diese Phase durch? Ich wünschte, May würde ein paar davon abhängen. Echt peinlich. Komm schon. Das waren bestimmt mal tolle Klassenschlager. Tolle Verkaufsexemplare. Gute Nacht. Ich schlafe jetzt erstmal. Morgen. Oh, der Lohn. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören. Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Tja, ich sollte wohl mal was tun. Wie wichtig ist wohl das, dass er jetzt erwähnt hat, dass er weggeht. Geht's Mr. Lee gut. Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampfveranst... Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Man ist so stark wie das schwächste Glied. Hier übrigens, der Typ hat mich gerade an den Vater von Harry Rain erinnert. Von weit natürlich nur. Aber es liegt wahrscheinlich nur wegen seinem Bart. Gut, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Hier haben wir irgendwelche Spaghetti-Werbungen und... noch irgendwas anderes, Mahnungen und so. Und hier tolle Bilder. Ich hätte ja jetzt gerne Zeit. Halt, was ist das? Es gibt immer noch zu viel Obdachlose. Ah, okay, Veteranen. Kann er sich. Gut, dass mein Kumpel Flash Thompson etwas dagegen tun will. Gut, dann lass uns mal hier wieder rausgehen. Ich vergesse immer zu rennen, ne? Ich muss pinkeln. Auf, was ich sagen wollte, ist, hier hat man halt genügend Sachen, um sich irgendwas anzuschauen hier. Das haben sie auch im Test, ich habe mir ein Testvideo angeguckt, positiv bewertet, dass es hier genügend zu sehen gibt. Okay, dann müssen wir erstmal sehen, was als nächstes jetzt hier anliegt. Auf jeden Fall ist wieder Tag, yeah! Die beste Zeit für Thumbnails. Oh, es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen.
Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Okay. Schauen wir mal auf der Karte. Ich wollte nämlich unbedingt auch nochmal hier solche Teile machen. Ich glaube, ich werde jetzt den restlichen Part wieder auf irgendwelche Nebensachen machen. Aber halt, hier haben wir wieder irgendwas mit Black Cat. Eine neue Nebenmission freigeschaltet. Oh ja, stimmt. Vielleicht sollte ich auch mal eine Nebenmission anfangen. Ich glaube, da habe ich noch gar keine gemacht. Aber hier erstmal wieder ein... Wie nennen wir das? Eine Kamera. Noch eine Kamera. Das muss Black Cat sein. Bist du eifersüchtig auf meinen anderen Mann? Das hoffe ich. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Bam. Warum tust du das, Felicia? Du weißt, dass ich dich kriege. Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreien, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. Ach, ich liebe gerade die Tageszeit, nebenbei mal so gesagt. Okay, ich habe ja gesagt, das hier. Und da fliegen wir jetzt hin. Ich sage mal fliegen, aber eigentlich ist es ja wie fliegen. Bewaffneter Raubüberfall? Wo denn? Ah, hä? Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute! Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe irgendwas anderes an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fisks Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Verdammt zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborne. Ha, nur ein Scherz. Okay, der letzte dort. Komm her. Zack. Auf dem Dach gelandet. Hallo? Sag jetzt nicht, du bleibst da oben stehen. Dann muss ich dir... Ja, muss ich so machen halt. Völlig abgedreht. Okay. Ein Laden in der Stadt auszurauben, die von Spider-Man beschützt wird. Dann haben wir wieder dieses geschafft. Und ich gehe jetzt mal ins Menü. Denn ich möchte mir noch ein paar neue Anzüge herstellen, allerdings jetzt nichts wechseln unbedingt. Aber die Fähigkeiten freischalten. Zum Beispiel hier springe in der Luft und spinne alles in Sichtweite ein. Übrigens, der hier, der Anzug, der ist glaube ich aus den Homecoming-Filmen, ne? Ruft ein Spider-Bro als temporärer Hilfe im Kampf. Machen wir den noch. Mode-Ikone. Okay. Ja gut, jetzt habe ich den doch gewechselt, aber okay, der ist noch in Ordnung hier, der Anzug. Der gefällt mir. So, und jetzt aber da hoch. Mal gucken, was wir da machen müssen. Was haben wir eigentlich beim ersten Mal gemacht? Ich weiß das jetzt schon wieder gar nicht mehr. Naja, wir werden es gleich sehen. Das soll jetzt nicht heißen, dass das dasselbe ist, ne? Aber vielleicht fällt es mir dann wieder ein. So, jetzt komm her hier, du Wand. Du böse Wand, ich möchte dich beklimmeln, besteigeln. Genau, diese Teile hier wieder. Gehen wir hinein und als nächstes tun wir dann das. Diese Station überwacht den Wasserdruck für Gebäude in der Umgebung. Wenn irgendetwas schief geht, ein Rohrbruch oder Verstopfung, wird automatisch ein Alarm an die
Wartungsteams der Stadt ausgegeben. Zumindest würde das passieren, wenn Oscorp die Stadt je dazu gebracht hätte, das System abzunehmen. Leider haben sie es nicht geschafft. Bis heute nicht. Deswegen liegt es an uns, das jetzt hier, ne, in den Griff zu nehmen. Hey, Pete. Diese Station überwacht den Wasserdruck bis zu den einzelnen Gebäuden. Bauwerke höher als 4 Etagen benötigen Wassertürme als Erweiterung des städtischen Systems. Die Idee ist, Probleme zu erkennen, bevor sie sich ausbreiten, weißt du? Wow. Der Druck in dem Gebäude spielt total verrückt. Ich muss herausfinden, warum. Die Wassertürme schließen sich ab der 4. Etage an das städtische System an. Ich scanne die Rohre, dann sehe ich den Anfang. Hier sind die Rohre, okay. Okay. Die Ursache muss tiefer liegen. Okay, dann wollen wir die Sache mal auf den Grund gehen. Was soll ich jetzt... Rohre? Ich bin nicht jetzt Klempner? Sind wir jetzt bei Super Mario? Hallo? Okay. Teilzeit Super Mario geht aufs Ganze. Hier ist das Problem. Das Ventil ist falsch eingestellt. Das ist schnell behoben. Das hast du? Hätte nicht passieren dürfen. Wie hast du das? Ich repariere das schnell, damit es Jameson nicht mir in die Schuhe schiebt. Lass mich raten, du benutzt dein Netz. Okay, hoffentlich geht es hier mit Zeit. Ich hoffe mal nicht. Dann wollen wir mal hochrennen. Hab ich's? Erledigt. So, da haben wir das Leck erledigt. Und auf der anderen Seite natürlich. Zack. Noch besser als Klebeband. Das ist ja auch mal wieder eine tolle Sache hier. Gut, es ist jetzt nur eine Nebensache, aber... Oh, das war jetzt nichts. Warte mal. Von wo kann ich das am besten... Geht das von hier? Nee. Doch. Nennt mich den unglaublichen Gut, müssen wir nochmal zurück auf der anderen Seite gucken. Ach so, war bloß ein Leck. Na, okay. Dann, nee. Dort drüben. Ja, ich sollte die Karte auch verwenden, so. Um zu schauen, ne? Warte mal, kann ich... Ja, los. Voilà. In der Luft. Genial. So wird's gemacht. Dann würde ich erstmal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann machen wir hier weiter und fangen dann eine neue Mission an. Bis dann.